Ihr Lieben, ganz herzliche Grüße hier aus Berlin, hier aus dem Deutschen Bundestag. Diese Woche ist eine besondere Woche, denn wir diskutieren da hinten dran die ganze Woche über den Bundeshaushalt. Und vielleicht hat der ein oder andere schon die Schwerpunkte des diesjährigen Haushalts verfolgt. Wir haben richtig viel Geld zur Verfügung für Investitionen. Warum ist es wichtig? Weil Investitionen am Ende auch die Kraft geben, die man für die Zukunft braucht. Wir investieren in bessere Kitas, wir investieren ein Stück weit in Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir investieren in den Ausgaben, die für den öffentlichen Dienst, für den Zoll, für die Bundespolizei wichtig sind. Wir schaffen neue Stellen und wir versuchen so, das Land ein Stück weit zukunftsfähiger zu machen. Aus meinem Arbeitsbereich, aus dem Bereich Verteidigung, gibt es auch spannende Entwicklungen. Denn es gibt auch in diesem Jahr wieder mehr Geld für die Bundeswehr. Jetzt habt ihr vielleicht mitbekommen, dass eine große Debatte darüber entbrannt ist, ob wir nicht vielleicht noch mehr Geld für die Bundeswehr bekommen könnten und ob wir vielleicht nicht noch viel mehr Geld für die Bundeswehr bekommen könnten. Ich sage da immer eins, lasst uns anhand der Aufgaben, die es aktuell gibt, diskutieren, wie wir die hohlen Strukturen der Bundeswehr füllen können. Was ganz wichtig ist aber, dass die Bundesverteidigungsministerin ihre Hausaufgaben machen muss und die Bundeswehr auch in die Lage versetzen muss, dass sie das Material, für das wir das Geld hier zur Verfügung stellen, am Ende auch bekommt. Wer meine Podcasts hier manchmal verfolgt, sieht, dass ich vor kurzer Zeit mal beim BAYNBW war. Das ist das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Dort fehlen momentan etwa 1400 Stellen und die ganze Organisation wird momentan ein Stück weit auf den Kopf gestellt und überprüft. Ich glaube, das ist der zentrale Ansatz, wenn es darum geht, wie wir die Organisationskraft der Bundeswehr stärken können. Nicht einfach nur mehr Geld, sondern schlauer Geld ausgeben, Organisation stärken, Personal einstellen und so dafür sorgen, dass das Geld auch ausgegeben werden kann. Drückt mir die Daumen für die interessanten Diskussionen hier in der Haushaltswoche. Alles Gute, viele Grüße aus Berlin und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss!